Hallo, ihr Lieben. Ja, heute möchte ich nochmal ein Thema ansprechen, und zwar das Thema mit dem inneren Kind. Das ist ja ein sehr zwiegespaltenes Thema, weil viele sagen, das ist ein totaler Schwachsinn, wo ist das innere Kind in uns, also so ein Schmarrn, das brauche ich nicht, damit will ich nichts zu tun haben. Aber warum ist es wirklich so wichtig? Das innere Kind können wir als Anteil in uns sehen, der einfach immer noch wirkt, der sich immer wieder einschleicht in bestimmten Lebensmomenten, wo wir reagieren aus der Situation des inneren Kindes heraus. Also wir reagieren nicht als Erwachsener, nicht als Beobachter aus einem bewussten Ich heraus, sondern völlig selbstständig agiert da in uns ein Teil, was wir uns im Nachhinein oft denken, warum habe ich jetzt so komisch reagiert, kann ich gar nicht nachvollziehen vom Kopf her. Aber das sind einfach die unbewussten Anteile in uns, die dann agieren, reagieren, weil diese Muster sind ganz tief in uns abgespeichert. Und vielleicht können für viele, die mit dem inneren Kind ein bisschen auf Kriegsfuß stehen, das auf die Art und Weise sehen. Es sind einfach Anteile in uns, die wirken und die aber sehr unbewusst sind. Und wenn man den Namen eben sagt, das innere Kind, ist es für viele leichter greifbar. Eben dieser Anteil wird eher wahrgenommen oder als individueller gesehen. Und das ist einfach für viele eine große Hilfe. Also wichtig ist einfach, dass ihr euch bewusst macht, da gibt es einen Anteil in euch, der sehr stark wirkt, der die ganzen traumatischen Erlebnisse der Kindheit abgespeichert hat, der sich Strategien zurecht gebaut hat, wie kann ich mit Situationen umgehen. Und da dieser Anteil ja bei den meisten unbewusst ist, agieren wir noch im Erwachsenenalter aus diesen unbewussten Anteilen heraus. Und darum ist es so wichtig, uns diesen Anteilen zuzuwenden und die bewusst werden zu lassen, aus der Erwachsenenperspektive, aus dem Erwachsenen-Ich heraus zu beobachten, zu schauen, zu hinterfragen, nachzuspüren, warum reagiert das Kind jetzt so, wie es reagiert, also dieser Anteil in uns. Und da gibt es eben ja ziemlich verschiedene Meinungen, weil die einen sagen, ja, das innere Kind ist immer gut, das innere Kind ist immer lieb. Aber es gibt meiner Meinung nach auch so den Anteil des bisschen inneren Schattenkindes, wie man das auch nennen will, der einfach auch sehr poltert, der aus dem Defizit heraus, das er erlebt hat, einfach sehr aggressiv ist, sehr schnell wütend wird, sehr schnell auf 180 ist. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir agieren immer noch aus diesem Anteil heraus, ist es die gefährliche Mischung für unser erwachsenes Leben. Und darum ist es so wichtig, dahin zu schauen. Also überlegt euch einfach für euch selber mal, wenn ihr in immer wieder ähnlichen Situationen, also ich rede von ähnlich und nicht gleich, immer eine gleiche Verhaltensstruktur habt, dass ihr beleidigt seid, dass ihr gekränkt seid, dass ihr wütend werdet, obwohl es eigentlich im Außen gar nicht mehr diesen immensen Anlass hat, weil es oft nur Kleinigkeiten sind, was euch antriggert, ist da nicht irgendwo ein Anteil in euch, der immer gleich reagiert, der immer das gleiche Muster abfährt, zuerst mal Abwehr, zuerst mal Gegenwehr, zuerst mal Aggression, zuerst mal Traurigkeit, zuerst mal Zurückzug, was auch immer, welche Strategie man sich da zurechtgelegt gehabt hat. Und dass man da mal wirklich lernt, bewusst damit umzugehen. Und das ist so wichtig, weil das ist so ein Gewinn für uns. Weil wenn wir uns diesem Anteil zuwenden und uns als Erwachsener die Aufmerksamkeit und die Liebe schenken und mal hinhören, was willst du denn wirklich, was brauchst du wirklich, brauchst du noch die Strategie oder darfst du nicht auch langsam einfach das ändern und erwachsen werden, dann kann sich ganz viel im Leben ändern. Dann sucht man nicht mehr beim anderen die Schuld, dann geht man einfach in eine andere Reflexion, in einen bewussten Umgang, man sieht die Dinge manche auch positiver, reflektierter aus dem Abstand heraus. Und darum ist es so wichtig, sich mit diesem Anteil des inneren Kindes auseinanderzusetzen, auch mit den anderen Anteilen. Wir haben ja den Antreiber, den Kritiker, den Beschützer, also den Perfektionisten, sind ja ganz viele Anteile in uns, und auch das innere Kind ist eben, wie gesagt, nicht nur das liebe, nette, arme, hilfsbedürftige, ohne Liebe aufgewachsene kleine Kind, was immer noch weint und jammert, sondern das kann auch teilweise sehr renitent sein und sehr aufmüpfig sein und sich sehr, sehr durchsetzen wollen. Und einfach bewusst dahin zu schauen, ohne Wertung, wirklich ganz neutral, ohne Wertung, sich das mal anzuhören. Da gibt es bestimmte Techniken im Therapeutischen, dass man in Kontakt kommen kann mit diesem Anteil.
und wirklich mal sprechen kann, was brauchst du wirklich? Oder macht es jetzt noch Sinn, dass du immer noch so agierst? Kann ich dir das als erwachsene Person nicht geben, was du wirklich brauchst? Und das ist für mich so ein Prozess in dem ganzen Erwachsenwerden, sich damit auseinanderzusetzen, dahin zu schauen, dahin zu spüren und wirklich auch mal zu sehen, auch wir haben in uns Anteile, die jetzt nicht so rund laufen, eben aus den damaligen Defiziten heraus, aus dieser Ohnmacht heraus, aus dieser Machtlosigkeit heraus, aus dem Schmerz heraus. Aber wir sind ja jetzt erwachsen und wir haben eigentlich jetzt andere Möglichkeiten, mit Dingen umzugehen. Nur vom Unbewussten her triggert es einfach irgendwas an und wir explodieren oder reagieren sofort wieder im gleichen Schema. Und darum ist da Bewusstseinsarbeit so wichtig, das zu hinterfragen, hinzugucken, zu schauen. Und es ist ein sehr, sehr spannender Aspekt, weil es für euch ein Riesengewinn ist und eine ganz große Bewusstwerdung in eurem Leben bringt. Und darum denkt da auch vielleicht mal drüber nach oder schreibt mich an, lebensmittelendlichstark.de. Wie geht's euch damit? Habt ihr auch so Lebenssituationen, wo ihr unbewusst immer noch ganz ähnlich reagiert, obwohl ihr eigentlich so im Nachhinein betrachtet, das völlig neutral irgendwo oder ohne große Emotionen hättet ihr damit umgehen können. Also ich kenne das so von meinem Leben auch. Es gibt einfach Situationen, da bin ich dann gleich auf 180, weil ich mich nicht gewertschätzt fühle, weil ich einfach keine Anerkennung kriege in dem Moment oder einfach das Körper, der versteht mich sowieso nicht und ich stehe wieder alleine da oder sowas. Aber je schneller und bewusster man damit umgehen kann, umso reflektierter kann man in dem Moment auch reagieren. Mal eine kurze Rückzugsphase und dann wieder neu starten und aus dem bewussten Erwachsenen-Ich heraus in Rückbindung mit unserer wirklich eigenen inneren Essenz heraus, das, was wir wirklich werden wollen und eigentlich auch schon sind und oft nur nicht ganz so klar ist, dann ganz anders zu reagieren. Und das ist auch bei den Eltern dann so, weil die schaffen es natürlich perfekt, immer wieder den Knopf zu drücken, dass wir sofort wieder in unsere alten Schemen zurückfallen. Und je bewusster ihr lernt, damit umzugehen, einfach hinzuspüren, welcher Teil spricht da jetzt in mir. Also das wirklich mal, ohne dass man schizophren wird oder so, aber das mal ein bisschen auf die Seite stellt und in die Beobachtungssituation gehen, habe ich als Erwachsener wirklich das nötig, mich davon antriggern zu lassen. Dann sagt halt die Mutter, ja, du hast noch nie was geschafft oder das kannst du nicht oder das kannst du nicht. Das ist doch meine Entscheidung, wie ich mich hinstelle und sage, ja, die kann das ja, ruhig haben die Meinung oder der Chef kann die Meinung haben oder der narzisstische Vater oder die Freundin oder sowas, aber mich triggert es halt nicht mehr an, weil ich weiß, das ist ein unbewusster Anteil in mir von früher gewesen, der kennt das Schema der Reaktion, aber ich gehe jetzt anders damit um. Und das ist eine Möglichkeit, einfach viel stärker zu werden und klarer zu werden. Und darum geht es in dem Prozess immer Stück für Stück, das ist ein Prozess, ganz klar, aber bewusster mit diesen Anteilen umzugehen. Und dann auch im Ergebnis diesem Anteil aber auch den Raum zu geben, weil auch in diesem Anteil steckt eine enorme Kraft. Also in dem inneren Kind steckt ja im positiven Sinne die Lebendigkeit, die Lebensfreude, die Neugier, die das Experimentieren, die Welt entdecken wollen. Das ist ja ein wunderbarer Anteil, der sich halt manchmal durch die eigenen Traumata, die frühkindlichen Traumata, verkleidet oder sich eben bewusste Strategien zurechtgelegt hat, um so oder so zu agieren. Und wenn man damit in der Aussöhnung ist, kann da wirklich ganz elementar viel Positives passieren. Dann kann ich auch sagen, okay, inneres Kind, da hast du jetzt einen Raum, jetzt ist eine Zeit da, jetzt spiele ich mit dir, jetzt darfst du dich austoben, jetzt kommt meine Kreativität, die ganze Neugierde, die Lebensfreude, die Impulse, das darf jetzt alles mal Zeit haben. Aber wir als Erwachsene dürfen auch sagen, nein, mein kleiner Freund oder meine kleine Freundin, da machst du jetzt mal Stopp, weil im Moment ist es ist einfach jetzt nicht die Zeit. Und ich weiß, dass du da ein Bedürfnis hast, was früher nicht erfüllt worden ist. Ich kümmere mich nachher gern um dich, aber ich gehe bewusst damit um und im Moment geht es halt einfach nicht. Und das ist jetzt so mal ganz kurz so ein bisschen, wollte ich euch sagen, wie ich über das Thema denke, weil ich bin ja sehr ressourcenorientiert, also ich sehe immer die Kraft hinter den ganzen Dingen, die da stecken, wenn man bewusst damit umgeht, eben auch mit dem inneren Kind, auch mit der Schattenseite des inneren Kindes. Und wir sind im Hier und Jetzt erwachsen und wir können mit dem inneren Kind dürfen wir auch Grenzen zeigen und sagen, du,
da jetzt nicht, aber da hast du einen Raum und da brauche ich dich auch und da darfst du dich auch mal zu Wort melden, wenn ich kreativ zum Beispiel irgendwas machen will, in welchem Bereich auch immer. Also geht da mal ein bisschen spielerisch damit um, spürt nach, wenn ihr in einer Situation wieder von was angetickert seid, welches Bedürfnis ist da wieder da wirklich dahinter, welcher Teil in mir spricht da gerade. Und ja, das ist eine spannende Geschichte und macht auch viel Freude, weil dadurch lernt ihr euch ein ganzes Stück kennen, aus dem Abstand heraus, aus einer gewissen Instanz heraus und geht mal den Prozess ein bisschen durch. Es macht wirklich Freude, weil es Bewusstheit bringt und Klarheit bringt. Und ihr braucht euch nicht da immer dann klein machen, sondern sagt, welcher Teil macht mich jetzt da wieder klein. Ihr seid Seelen, die ein Riesenpotenzial mitbringt in die Welt. Aber da gibt es eben Stimmen in uns, die sagen, nee, das kannst du nicht und das funktioniert nicht. Und fragt da einfach mal hinten nach, welche Stimme spricht da jetzt in mir. Sind alle wichtig, alle haben eine ganz große Funktion gehabt in unserem Leben, um zu überleben, um da zu stehen, wo wir jetzt sind. Aber wenn man da bewusst hinterfragt, ist das wirklich ein wunderbarer Prozess. In diesem Sinne, alles, alles Liebe und Gute, eure Beate. Tschüss!